Also, was ist die Essenz? Wir wollen keine Zickzacklinien. Also, was machen wir? Wir glätten das Ganze und schauen, ob wir nicht aus dem Ganzen eine Trendlinie rauskitzeln können, die uns trotz allem Zickzack im Einzelfall irgendwo eine Richtung sagt. Wir verzichten auf die Genauigkeit der Einzelwerte zugunsten einer generellen Richtung. Ja? Die generelle Richtung ist uns wichtiger als die Präzision im Detail. Also gleiten wir im Sinne gleitender Mittelwerte, und zwar gleiten wir in Dreierschritten, wie es da heißt in der Aufgabe. Sehen Sie das? Wir gleiten in Dreierschritten. Das ist üblich, aber nicht bindend. Man kann auch in Vierer- oder Fünfer-Schritten gleiten. Das ist mathematisch kein Problem. Ja? Was machen wir also? Wir ziehen einen Bruchstrich. Gleiten wir mal. Beispielhaft. Ziehen Sie bitte einen Bruchstrich und schreiben Sie auf diesen Bruchstrich die Umsatzzahlen von Jahr 1, 2 und 3. Und im Nenner schreiben Sie welche Zahl? 3, natürlich, klar. Ja? Arithmetisches Mittel. So, diese Zahl muss man jetzt ausrechnen, das ist Taschenrechner-Tipperei, das können wir. Und jetzt ziehen wir einen weiteren Bruchstrich. Ehe Sie jetzt tippen, ziehen Sie bitte erst den zweiten Bruchstrich, damit wir es einmal auf dem Papier haben und dann können Sie tippen. So, und jetzt kommt's. Der Wert vom Jahr 1 fällt weg, 2, 3 bleibt und 4 kommt hinzu. Ja? Und das ist das Gleiten in Dreierschritten. Ja, immer den ersten, den jeweils ersten wegfallen lassen und den nächsten dazuschreiben. Und dann im Nenner steht natürlich wieder 3. Das ist das Prinzip, verstanden? Können Sie jetzt so weitermachen, ne? Prinzip klar? Ja, ne? So, jetzt können Sie tippen, wenn Sie wollen. Ich kann Ihnen aber die Zahl auch angeben. Ja, wenn Sie nicht tippen wollen, ich sage Ihnen die Ergebnisse, warten Sie mal.